Es ist Ende Mai und mittlerweile sind auch alle wärmeliebenden Gemüse wie Gurken, Tomaten und Paprika in ihre Töpfe draußen eingezogen. In diesem Video zeige ich euch meinen Balkongarten im Mai und was gerade alles bei mir wächst. Los geht's in diesem kleinen Pflanzsack. Hier wächst eine kompakte Buschtomate und zwar die Sorte Balkonzauber. Falls ihr euch wundert, warum die Pflanze noch so klein ist, meine Anzucht von Anfang März hatte einen Kälteschaden abbekommen. Und da habe ich Ende April kurzfristig einfach noch eine zweite Aussaat gemacht. In dem schwarzen Topf wachsen Sonnenblumen und rechts in dem beigen Topf habe ich vor ein paar Tagen Zinien ausgesät. Zinien habe ich auch noch welche vorgezogen, die seht ihr dann gleich noch. Die Gurke hier, das ist eine Snackgurke und zwar die Sorte Pony. Die lasse ich jetzt noch ein paar Tage etwas größer werden und dann setze ich einen Gurkenturm als Ranggitter in den Topf ein. Ach ja, und vor zwei Tagen habe ich hier auch noch Dill ausgesät. Die Tomate daneben, das ist eine Cherry-Tomate und die hat inzwischen auch die ersten Blüten bekommen. Hier im Balkon Hochbeet, da wachsen Zwiebeln und Mangold. Die Zwiebeln, das sind Winterzwiebeln und gesteckt habe ich die im letzten Oktober. Da warte ich jetzt eigentlich nur noch drauf, bis das Laub gelb wird, denn dann sollten sie nämlich fertig sein. In der Mitte von dem Hochbeet ist bis vor kurzem noch Spinat gewachsen, den habe ich aber vor einigen Tagen komplett abgeerntet. Und ans Ende im Hochbeet habe ich jetzt einen Kürbis eingepflanzt und zwar die kleine Sorte Jack B. Little. Und da stelle ich mir vor, dass der Kürbis dann über das gesamte Hochbeet kriechen soll. In diesem Hochbeet hatte ich Anfang März Salatherzen und Radieschen gepflanzt. Die Radieschen sind schon alle abgeerntet und mittlerweile auch fast der ganze Salat. Und so ist jetzt Platz für die beiden Paprikapflanzen und für Buschbohnen. Die Buschbohnen habe ich vor 10 Tagen gesteckt und schaut euch mal an, wie schnell die jetzt gekeimt sind. Und ich hatte sie vorher nicht mal im Wasser eingeweicht. Die Sorte ist übrigens die alte Sorte La Victoire. Es ist eine grüne Buschbohne und die ist fadenlos. Mit der bin ich richtig zufrieden und baue sie mittlerweile im dritten Jahr auf meinem Balkon an. Im Balkonhochbeet Nummer 3 wachsen blauer Kohlrabi und Zuckererbsen. Den ersten Kohlrabi habe ich schon vor 2 Tagen geerntet und der war richtig lecker. Also ich persönlich mag die Knollen ja ganz gerne, wenn sie noch relativ jung sind. Ja, und die Zuckererbsen, die bekommen jetzt die ersten Schoten und ausgesetzt hatte ich sie Anfang März. Und die Sorte ist die Sorte Ambrosia. Ja, und jetzt schaut euch mal meine Hortensie an. Ich sag's euch, ich freue mich einfach total. Diese Hortensie, es ist eine Schneeballhortensie, habe ich vor 2 Jahren gepflanzt. Letztes Jahr hatte sie keine einzige Blüte, weil bei den späten Frösten die Austriebe leider erfroren sind. Aber dieses Jahr hat sie es gepackt und hat jetzt so richtig viele Blütenansätze. Also für mich ist sie gerade mein absolut persönliches Highlight in diesem Balkongartenjahr. Das hier, das ist eine Physalis und zwar ist es eine Andenbeere. Andenbeeren können im Vergleich zur kleineren Ananaskirsche relativ groß werden und zwar bis zu 1,50 Meter. Ja und schaut mal, da kommen jetzt auch schon die ersten Blüten. Falls ihr Interesse an Physalis im Topf habt, ich verlinke euch mal mein 7-Tipps-Video in der Videobeschreibung. Das ist eine Heidelbeere und zwar die Sorte Blue Crop. Und die habe ich vor 2 Jahren in diesen 40-Liter-Topf gepflanzt. Im ersten Jahr hatte sie noch keine Früchte. Letztes Jahr, also im zweiten Jahr,
hatte sie dann schon einen richtig schönen Ertrag abgeworfen. Und jetzt im dritten Jahr werde ich wahrscheinlich sogar Heidelbeeren einfrieren können. Denn sie hat Blüten und Fruchtansätze ohne Ende. Hier ist der zweite Topf mit Zinien. Diese Zinien, die habe ich Ende März im Haus vorgezogen und dann Mitte Mai im Topf draußen eingepflanzt. Und zwischendurch habe ich mal die Haupttriebe gekappt, damit sich die Zinien schon relativ früh verzweigen und buschiger wachsen. Hier wachsen Kartoffeln und zwar im Paul Potato Kartoffelturm. Ich habe dieses Jahr keine Saatkartoffeln gekauft, sondern einfach gekeimte Bio-Kartoffeln aus dem Supermarkt verwendet. Und in der oberen Etage vom Turm wachsen Ringelblumen. Die habe ich auch zusammen im April mit den Kartoffeln ausgesät. Hier im Pflanzsack, das sind Puffbohnen und eine Zucchini. Die Puffbohnen bekommen mittlerweile die ersten Bohnen und sind hoffentlich dann fertig, wenn die Zucchini größer wird. Aber ich baue die Zucchini sowieso wie im letzten Jahr vertikal an und werde sie dann Stück für Stück an dem Holzpflock hochbinden. Das hier ist mein Vertikalbeet und es ist dieses Jahr ganz neu auf meinem Balkon eingezogen. Hier wachsen Mangold, Kohlrabi, Erdbeeren, Pflücksalat, eine kleine Balkontomate und Basilikum. Falls ihr schon mal überlegt habt, Obst auf dem Balkon oder der Terrasse anzubauen, dann kann ich euch Zwergobstbäume empfehlen. Diese speziell gezüchteten kleinen Obstbäumchen können nämlich im Kübel gepflanzt werden. Das hier, das ist beispielsweise ein Zwergpfirsichbaum. Den habe ich letztes Jahr im Frühjahr gepflanzt, im Kübel auf dem Balkon überwintert und siehe da, auch in diesem Jahr trägt er wieder Früchte. Also ich bin da wirklich begeistert.